Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Portal 2. Ja, hier kommt immer noch so ganz komisches weißes Zeug raus. Ich bin mir der Zweideutigkeit durchaus bewusst. Ich mache das absichtlich. Und wir müssen immer noch irgendwie versuchen, zu diesem Exit da oben hinzukommen. Gut, und letztes Mal bin ich ja eher gnadenlos gescheitert. Und ich habe keine Taste gedrückt, aber okay, danke Spiel. Wir müssen hier hoch irgendwie. Ich habe hier ja schon ein bisschen weiß reingespritzt. Das müssen wir nur überlegen. Quasi, und diese Türme bieten sich ja an, dass man hier quasi hier hoch das Ganze weiß macht. Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier irgendwo schon hingespritzt habe. Alter, das hört sich so zweideutig an. Das hört sich so verdammt zweideutig an. Dann gucken wir mal. Welche Richtung gehst du? Jawohl, du gehst ja schon mal in die richtige Richtung. Ich habe übrigens jetzt knapp 3 Monate Aufnahmepause gehabt. Also eventuell bin ich nicht mal ganz drin in der Story. Auch wenn ich zugegebenermaßen mir immer wieder meine eigenen Let's Plays angeguckt habe. Ich rede viel zu schnell, glaube ich. Ja, genau. Spritzt da schön weiß hin und her. Domino-Effekt. Hoch da. Hoch da. Hoch da. So, wir wollen da hoch. Und schon sind wir hier oben. Das ist so schön. Jetzt müssen wir noch irgendwie... Wo war der Exit nochmal? Da drüben. Müssen wir noch irgendwie zu dem da hinkommen. Ah, verstehe. Hier quasi müssten wir noch ein bisschen weißes Zeug brauchen wir noch. Das war falsch. Na, das kriegen wir doch wohl hin. Nein! Okay, merken, ich hätte es durchaus schon schaffen können. Geh raus aus dem blöden Zoom. Yay! Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich! Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Ja. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche es auf Band, damit sich jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Ja, das war Cave Johnson, so wie er halt jetzt krank ist, wie wir bereits in der letzten Folge festgestellt haben. Aber gehen wir nochmal kurz hier rein und gucken uns das an. Hier wurde man dann also überwacht, auch wenn die hier dank diesen Gale-Flow-Dingern da wahrscheinlich nicht so viel gesehen haben. Ja, und mich beschleicht mittlerweile ein richtig schlimmer Verdacht. Und zwar, Caroline könnte GLaDOS sein. Oder zumindest ein Teil von GLaDOS. Das erscheint mir immer wahrscheinlicher. Vor allen Dingen, sie wird sich sträuben. Ja, das wird sie. Hallo, 1982 ist mal wieder hier. Irgendwo. Da an dieser Kuppel waren wir. Alles klar. Schön, schön. Gut zu wissen. Aber da oben ist nochmal eine Kuppel. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich nochmal Tests machen. Meine rechte Maustaste ist heute sehr hyperempfindlich. Achso, stopp, ich muss in die Richtung. Ich bin etwas verwirrt.
Ja, wie schon gesagt, also meine Vermutung ist, ich steht hier, dass Gladys eventuell Caroline ist oder Caroline zumindest ein Teil von Gladys. Ganz freiwillig haben wir das zwar nicht gemacht, aber vielen Dank. Hier konnte man dann unterschreiben. Elevator to Surface. Auch sagt los, wir kriegen endlich einen Lift. Das habe ich gerade tatsächlich vergessen, wie die Steuerung im Portal geht. Wir kriegen die Zoom-Ansicht. Wir sind 3000 Meter unter der Erde. Schicke Atomschutzbunker. By the way. Der Lift scheint ja mal wie immer außer Betrieb zu sein. Dann müssen wir jetzt halt mal gucken. Dann gehen wir jetzt halt erstmal. Sag mal, was ist mit dieser Mausempfindlichkeit? Da ist die Mausempfindlichkeit auf ganz hoch. Irgendwas stimmt doch da. Na, das mache ich lieber nicht. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt sind wir ein bisschen höher. War hier irgendwas Schönes? Nein, haben wir nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Spiel besser vielleicht mit Controller spielen sollte, weil es kommt mir alles so hektisch vor. Mit den Mausbewegungen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich für die nächste Aufnahme vielleicht mal den Controller anschließen soll. Wohin müssen wir denn? Ich nehme an, noch ganz da oben. Mach das Portal auf, danke. Hier setzen wir das Portal. Ach, wir fliegen erstmal noch ein Stückchen. Einfach mal runter. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber eigentlich wollte ich da gerne runter. Aber ich schätze mal, hier müssen wir ein Portal setzen. Und dann müssen wir da runter springen. Hui. Und es geht wieder so eine Partie. Ich glaube, da oben war was. Welches Portal ist es denn? Es ist das orangene Portal. Das habe ich nicht getroffen. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Angst mit mir selber schlecht. Das wird nix, glaube ich, so. Nein, das wird so nix. Irgendwie brauchen wir einen Zwischenschritt. Gibt es hier sonst noch wo was? Und wieder rein. Nein, gibt's nicht. Ist mal mega beknackt. Also wir müssen dahin. Einfach nur Timing abwarten wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Nix. Das ist gar keine Wand. Entschuldigung für die vergoldete Minute und für die alle, die Seekranken. Da war was auf dem Boden. Ich habe wieder was gesehen. Das müsste jetzt das blaue Portal sein. Ich habe was hinbekommen. Für einen Ladebildschirm. Schick, schick. Oh man, merkt man eventuell, dass ich aus der Übung bin? Ich hoffe ja mal nicht zu sehr. Andererseits, während es andere schaffen, Portal in 12 Teilen durchzuspielen, brauche ich jetzt schon mindestens 20. Und ich bin... Okay. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, irgendwas stimmt hier nicht. Aber so gewaltig nicht. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen.
verwundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Ja, gute Idee, Gladys, auch wenn ich dich immer noch für ein bisschen verrückt halte. Und jetzt siehst du vielleicht mal deine eigene Medizin. Gill Pump Station. Das sind sollten irgendwelche Chemikalien sein. Das Zeichen gibt es allerdings so nicht. Nicht zumindest nicht meines Wissens nach. 000. Wäre mir neu. Wie kommen wir da hoch? Du bist Portalfläche. So kommen wir da hoch. Achso, du bist aber eine... nicht benutzbare Tür. Habe ich da ein Portal gesetzt? Nein, ich nenne das mal als Nein. Gibt es hier eine Zwischenstation? Da geht schon mal nichts. Irgendwo hier in der Nähe spritzt was, aber das sieht so ein bisschen nach Katapultfläche aus. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Na, ja, das ist doch nochmal gerade hin und dann Geronimo. Ups. Ich habe da was vergessen. Und Geronimo. Boink. Schön und gut. Toll. Was hat mir das jetzt gebracht? Da fehlt ein Zwischenschritt und hier tropft so blaues Zeugs raus. Ich schätze mal, das könnte uns eventuell noch hilfreich zur Hilfe kommen. Hier kann man wieder runterspringen. Ja, warum eigentlich? Oh Mann. Die Pause hat mir echt nicht gut getan. Rechte Maustaste, was soll das? Also, wir haben hier Gel und dann da hoch und dann... Mist. Hier sollte das glaube ich, hin. Kriegen wir das dahin? Das könnte funktionieren. Okay, wir haben das dahin bekommen, das gehe. Dann... das ist ein orangener Portal und... hui! Boing! Wir sind eins weiter nach oben gekommen. Sehr schön. Was bringt uns das jetzt? Kauschen. Vielen Dank. Hier ist Portalfläche. Warum ist hier Portalfläche? Die werden wir garantiert noch brauchen. Rechte Maustaste, ich mag dich heute nicht. Da kommt von oben raus irgendwoher weißes Zeug wieder. Gut, aber wir müssen noch eine Etage höher. Bedeutet.
Gut. Wenn auch etwas langsam, haben wir dieses Ding da auch geschafft. Ich bin halt nicht so schnell vom Begriff. Und hier haben wir alle drei Gele. Juhu, es wird komplizierter. Und wir sind außerhalb des Testbereiches.